Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zur 30. Online-Bürgersprechstunde in Grimma. Heute mal nicht am ersten Dienstag im Monat aufgrund von Terminüberschneidungen. Herr Berger, schön, dass Sie bei uns im Studio sind. Wir zeichnen heute auf, für die Zuschauer nur so als Info. Sie hatten wieder die Möglichkeit, uns Fragen an bürgerdialog@muldental.tv zu senden. Wir beginnen ganz brandaktuell mit dem Jugendforum. Das Jugendforum rief vergangenen Montag zur Kundgebung gegen die Corona-Proteste auf. Die Jugend schritt hier mutig voran. Wie sehen Sie dieses Engagement? Also zum Schluss Corona, ich kann es schon fast nicht mehr hören. Die Situation ist ja in Grimma die, dass, glaube ich, Montag und dann auch Freitag sich eine längere Karawane immer in Gang setzt, die sogenannten Querdenker. Und da muss ich sagen, aus meiner Sicht, alles okay, sollen sie es doch machen. Solange das im Rahmen der Gesetze ist, den Leuten hilft, alles gut. Zweitens, nicht alle, die dort mitlaufen, sind per se immer gleich Rechte. Ich denke, da macht sich die Politik in den letzten Jahren sowieso, aber jetzt verstärkt so einfach, weil ich auch nicht glaube, dass das nur mit Corona zu tun hat, sondern es ist hier ein riesen Reformstau. Ich hatte das ja oft gesagt, die Leute sind unzufrieden wegen vielen Dingen. Jetzt ist es eben mal Corona, wo man andockt und da geht man mit und versucht auf eine stille Art und Weise seinen Protest zum Ausdruck zu bringen. So weit, so gut, habe ich kein Problem. Aber die Gefahr bestand ja darin, das hatte ja die AfD clever gemacht und dann auch die Freien Sachsen, die haben versucht, sich quasi an die Spitze der Bewegung zu stellen, sagen, wir sind die Einzigen, die eure Interessen, die Interessen der Unzufriedenen hier vertreten. Und ich denke, das hat aber die Mehrheit derer dort begriffen und versucht, sich schon abzugrenzen. Das müssen die auch ganz klar tun, weil erstens ist es für sie dann einfacher, mit der Politik ins Gespräch zu kommen. Die Politik kann nicht sagen, ihr seid rechts, mit euch rede ich nicht, sondern das müssen die im Interesse des eigenen Überlebens eigentlich machen. Die müssen versuchen, sich freizuhalten von allen politischen Strömungen und sollen ihren Corona-Protest, aber auch den Protest gegen andere Dinge einfach zum Ausdruck bringen. Das muss man einfach, denke ich, als Gesellschaft tolerieren. Ich war jetzt am Montag nicht dabei. Ich weiß bloß, dass da eben das Jugendforum gemeinsam auch Vertreter der Linken eben sich dahingestellt haben und haben gesagt, ja, wir sind dagegen, dass ihr dagegen seid. Ob das so glücklich ist, muss man sehen. Das ist auch eine Meinung. Aber ich bin eigentlich immer der Meinung, dass man progressiv, positiv Dinge begleiten muss. Ich glaube, es wäre klüger gewesen, das Jugendparlament oder das Jugendforum gemeinsam mit Linken, wenn die sich hingestellt hätten und gesagt, wir sind fürs Impfen. Dann ist das eine andere Botschaft, als zu sagen, wir sind dagegen, dass ihr dagegen seid. Ihr seid alles rechts. Das ist vielleicht auch nicht so glücklich. Aber wie gesagt, da müssen eben diese 200, 250 Querdenker, die müssen sich dann schon freimachen von den politischen Strömungen links, rechts. Das klar zum Ausdruck bringen, dann ist es okay. Ansonsten ist jedes politische Engagement, was sich im Rahmen der Verfassung hält, eigentlich per se zu begrüßen. Das Jugendforum sollte aber aufpassen, dass es nicht, sag mal, vielleicht zu politisch wird oder vielleicht zu instrumentalisiert wird, sondern ich fand es klasse, dass die sich eben Projekten in Grimma zugewandt haben. Und das sollte man auch beibehalten, das wäre wichtig. Die Jugend ist sehr aktiv in Grimma, stellt sich auch klar gegen die Idee der Videoüberwachung der Hochwasserschutzanlage. Inwiefern finden diese Ansichten im Stadtparlament dann Gehör? Ich weiß nicht, ob das im Stadtparlament schon mal von denen vorgetragen wurde, aber ich habe das ja auch gelesen. Ja, das ist eine Meinung, aber ich bin da ganz anderer Meinung. Ich denke, bei solchen sicherheitsrelevanten Dingen wie bei dem Tor geht das gar nicht anders. Also die Vorschläge, die wir da mitgeteilt bekamen vom, ich glaube, Landesamt dafür Datenschutz, wo die gesagt haben, wir sollen dort die Mauer in Holz einfassen oder dort in V und Vogel dran binden. Es ist ja alles absurd. Ich will keine chinesischen Verhältnisse, aber dort, wo Sicherheit notwendig ist, in dieser sicher, muss man einfach auf die vorhandene Technik zurückgreifen. Da muss dann auch der Schutz des Einzelnen ein Stück weit zurücktreten, der Datenschutz. Und da werden wir auch drum kämpfen. Aber das ist eine Meinung, ist ja okay. Und die Jugend muss ja einfach per se ein bisschen provozieren, ist ja richtig. Wir kommen nochmal auf das Thema Corona zurück. Impfen gegen Corona. Die Gegner der Impfpflicht sind nun auch in der Politik laut zu hören. Wie sehen Sie die Problematik? Ich muss sagen, ich kann es eigentlich schon nicht mehr hören. Da geht mir mittlerweile so vieles auf den Zeiger. Es ist doch so ganz nüchtern betrachtet. Jetzt kriegen wir oder hatten schon alle Omikron. Wenn wir mal ganz nüchtern rechnen, was wird denn jetzt passieren? Meine persönliche Meinung, ich bin jetzt nicht der Klaus Lauterbach, sondern ich bin jetzt nur der Bürgermeister, aber der rechnet und sagt, heute sind, weiß nicht, Tag aktuell, 2 Millionen Deutsche von 82 Millionen sind infiziert. Da kommen jeden Tag noch so viele 100.000 dazu. Das können Sie jetzt mal hochrechnen, um die Dunkelziffer wahrscheinlich Faktor 4, 5. Dann wird das bedeuten, ganz nüchtern, dass heute wahrscheinlich hier 10, 15, 20 Millionen wahrscheinlich Omikron haben, das weitergeben werden. Das ist eine Frage von wenigen Wochen. Dann hatten wir das alle mal. Und dann wird das auch ganz schnell in sich zusammenbrechen. Die Impfpflicht, wenn man die ernsthaft hätte betreiben wollen, dann hätte man das wahrscheinlich vor einem Jahr mal diskutieren müssen. Ich will gar nicht ausschließen, dass gewisse Berufsgruppen, die eine besondere Verantwortung tragen durch den Beruf,
Mitarbeiter auf einer ETS oder andere Dinge, dass man das dort hätte vielleicht machen müssen. Ich denke, die wären auch geneigt gewesen. Aber bei diesem Durcheinander, welches hier entstanden ist, es blickt doch kein Schwein mehr durch, also Deutsch. Und jetzt zu kommen, wer jetzt alles da rauskommt und sagt, ich bin ja eigentlich auch gegen die Impfpflicht. Die Impfpflicht ist beschlossen, wird trotzdem nicht zur Umsetzung kommen. Und wenn das dann politisch als Bühne genutzt wird, wie von Herrn Söder, der letztens noch das mit beschließt, um jetzt dagegen zu sein, dann wird es eigentlich peinlich. Ich halte es für unverantwortlich. Genau genommen wie der Staat hier in seiner Autorität von offensichtlich vielen überforderten Politikern, aber auch mittlerweile zunehmend, sag ich mal, charakterlosen Politikern als Bühne missbraucht wird, das ist eine Katastrophe. Also die Impfpflicht, das Ding ist durch, das kommt sowieso nicht aus meiner Sicht. Das wird nie zur Umsetzung kommen und das ist auch gar nicht notwendig, weil demnächst alle das hier gehabt haben werden. Und dann sind wir durchseucht und dann ist auch wieder gut. Kommen wir zu was Schönem. Grimma sagt Danke soll in diesem Jahr stattfinden. Wie laufen denn dort die Vorbereitungen? Es können ja schon Vorschläge für die zu ehrenden Personen eingereicht werden. Na gut, wir haben ja die Veranstaltung von Jahr zu Jahr geschoben. Das war das Blöde. Wir gehen jetzt davon aus, das wird stattfinden dieses Jahr. Die ganzen Dinge, die wir da gestalten müssen, die laufen soweit. Wichtig wäre, dass wir, obwohl schon einige Vorschläge da liegen, nochmal ein paar Vorschläge bekommen zu ehrenden Personen. Und dann bin ich ganz optimistisch. Wir haben das, wie gesagt, seit 2 Jahren hier im Fokus immer wieder geschoben. Das wird sicher eine interessante Veranstaltung. Und freuen wir uns, denke ich, alle drauf. Da sind wir sehr gespannt auf den Mai. Zum Rappenberg. Wann werden denn die nächsten Häuser im neuen Wohngebiet Rappenberg entstehen? Rappenberg ist jetzt ständig eigentlich bei uns in der Diskussion. Das wird auch im Stadtrat nächste Woche, ist ja soweit, wird dann eine entsprechende Beschlussfassung stattfinden. Dann kann die Erschließung beginnen. Ich gehe davon aus, dass die 54 Einfamilienhäuser, die dort im Prinzip gebaut werden würden, dass die Baumaßnahmen vielleicht, denke ich mal, Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres beginnen könnten. Davon ist auszugehen. Das wird ja auch sehr attraktiv. Häufiges Thema ist dort eigentlich auch die Anfragen, die wir dazu haben, ist die Wegegestaltung, die Befahrbarkeit. Und da vielleicht nochmal Folgendes dazu. Wir wollen dort keine Durchfahrung, sondern wir wollen dort ein ruhiges Wohngebiet. Genau genommen teilt sich das ja auf in den Nord- und den Südteil. Die Erschließung wird dann entsprechend sein. Und es sind auch genügend Parkplätze vorgesehen im Ostbereich für die dahinter liegenden Kleingartenanlagen. Und im Westbereich, da ist auch die Möglichkeit, bis zu dem Poller, den wir dort setzen werden, den Radweg zu befahren, sodass die Kleingärtner auch an ihre ganzen Gartenanlagen herankommen. Das ist eigentlich alles bedacht. Ich denke, dort entsteht wirklich ein ganz tolles Wohngebiet, eben nicht Stange, sondern wirklich klasse. Also wer dort eine Fläche kriegt, der hat sich ja ein tolles Anwesen irgendwann mal. Die Nachfragen sind ja vermutlich größer als das Angebot. Ja, das ist vielfach überzeichnet. Das ist eben das Problem. Wir werden ja gerade überrannt durch die GWB, die das für uns macht. Und da kann man auch nicht jeden aufnehmen. Andererseits laufen ja die Zinsen wahrscheinlich wieder an, die Baupreise laufen davon. Das macht mir so sozial ein bisschen Sorgen. Für eine Durchschnittsfamilie, junge Familie, ist ein Einfamilienhaus, selbst ein Grimma jetzt, wenn man dort zusammenrechnet, mal Boden und Haus, fast gar nicht mehr stemmbar. Das sind ja bestimmt 600.000 Euro, die du auf den Tisch legen musst. Da warst du erstmal 100.000 Euro Minimum wahrscheinlich Eigenkapital. Den Rest musst du finanzieren und das musst du erstmal stemmen. Also, es ist ein bisschen ein Problem, langsam Häuser zu bauen. Ja. Wir bleiben bei den Baumaßnahmen und kommen zum Breitbandausbau. Wann rollen denn dort die ersten Bagger an? Es hieß, als erstes wird der Bereich Dörr-Weitschen ausgebaut. Ist das richtig? Ja, das hatte ich ja, also letztes Mal hier hatte ich ja erzählt, dass es da Gespräche geben wird. Die hat es auch gegeben. Ich bin jetzt vorsichtig optimistisch, dass wir auch bei den grauen Flecken noch Geld bekommen werden. Würde ich mal behaupten, das klappt. Und das sind ja ungefähr nochmal 2.500 Anschlüsse mehr. Und bei den sogenannten weißen Flecken, die also geklärt wurden, gibt es jetzt die freudige Botschaft, dass dort die Angebote der Firmen, die das machen sollen, vorliegen fürs erste Los. Das wäre Dörr-Weitschen. Das sind, ich glaube, knapp 30 Kilometer Kabel, die verlegt werden müssen. Das hat alles jetzt mehr oder weniger stattgefunden. Ich muss da formal ein bisschen aufpassen. Ich denke, das geht zu vernünftigen Preisen jetzt über die Bühne. Das deutet sich an. Bin ich persönlich heilfroh, weil die Angst eben war, bei den steigenden Baupreisen, dass es um die Ohren fliegt, ist nicht der Fall. Wenn alles klappt, sieht danach aus, zu 99%, werden wir am 1. April, das ist ein Freitag, wollen wir dort eigentlich den ersten Spatenstich setzen. Und dann geht's los. Und das Gute ist eben, dass wenn alles klappt, auch die grauen Flecken mit reingenommen werden, sodass wir dann eben nicht hier dieses Problem haben mit, dass ich Haus 1 bis 5 ist dabei und 6 und 8 bleiben draußen. Und das ist ja chaotisch.
jetzt haben wir, denke ich mal, wirklich eine Chance, wirklich straßenzugweise nahezu alle zu erschließen mit Glasfaser. Das Ziel bleibt klar. Grimma soll in 2, 3, 4 Jahren sollen wir eine der am besten digitalsten versorgten Kommunen auch im ländlichen Raum sein. Das deutet sich an, das klappt jetzt. Ein hohes Ziel. Ganz spannend war die Frage nach dem Brückenbau in der Husarenstraße. Dazu haben wir viele Rückmeldungen erhalten. Im Zuge des Anschlusses an den S-Bahn-Verkehr soll das Nadelöhr in der Husarenstraße weg, wird aber dennoch auch bleiben. Was genau ist denn dort geplant? Ja, das ist ja so ein Dauerbrenner gewesen. Zum Schluss sind die Planungen, die auf dem Tisch liegen, jetzt das, was wir vor 5 Jahren eigentlich schon mal diskutiert hatten. Ich finde es eigentlich eine super Lösung. Muss ich so vorstellen, wenn man, Entschuldigung, wenn man aus dem Wolfsgraben kommt, also nördlich quasi, dann wird das so sein, wenn man davor steht, dass der Tunnel rechts eben bleibt, der historische Tunnel, das wird dann rein Radweg, Fußweg. Macht auch Sinn, die Leute kommen aus Grimma West, gehen da durch, gehen hinter zum PEP. Das ist ja so die Hauptroute. Und links daneben entsteht dann eben ein Tunnel, ein neuer Tunnel, der wird übrigens draußen gebaut. Deswegen wird es eine effektive Bauzeit und damit Sperrung dieser darüber befindlichen Eisenbahnstrecke von nur ungefähr einem Monat geben. So ist die Zielstellung. Die bauen das Ding, schieben das rein. Während der Bauphase sonst läuft der Verkehr natürlich rechts ganz normal weiter über den alten Tunnel. Und wenn das dann fertig ist, schieben die neue Brücke rein. Und dort würde sich dann der ganze LKW, PKW, Fahrradfahrer rechts durchbewegen mit einem Notstreifen für Fußgänger. Aber ganz klar nochmal, wir wollten von vornherein, das wird man auch entsprechend dann durchsetzen, wir wollen dort nicht, dass die LKWs durchrammeln. Das ist eine reine PKW-Erschließungsstraße für Grimma West. Das soll keine Tangente werden. Das ist ein Nadelöhr gewesen, da haben sich auch viele Fußgänger beschwert, wenn die da durchlaufen durch den historischen Tunnel und dann kommen die Autos. Das hat jahrzehntelang den Verkehr beruhigt, aber auch gleichzeitig war das ein permanentes Problem. Insofern ist das, denke ich, eine gute Lösung, wenn alles klappt, 2025. Angst war ja immer, dass die das Ding dann bauen, ein halbes Jahr die Strecke zumachen, dann fährt ja gerade die S-Bahn los. Und das ist jetzt eigentlich auch geklärt. Also zumindest nach Planungsunterlagen wollen die im Oktober 2025 fertig sein. Und dann könnte die S-Bahn drüber fahren. Also ja, eigentlich genau im Schritt nach vorn. Da kommt so einiges auf Grimma zu. Breitbandausbau, ja. S-Bahn-Anschluss, alles in etwa im gleichen Zeitraum. Die Papierfabrik Goldson ist auch ein oft diskutiertes Thema. Das bedeutende Industriedenkmal ist weiterhin dem fortschreitenden Verfall preisgegeben. Die Bürgerinitiative für den Erhalt der Papierfabrik ist der Meinung, dass die Entwicklung der Immobilie ganz neue Perspektiven auch für die Region mit aufwirft. Okay. Und die bieten auch nochmal die Hilfe an, zum Beispiel bei der Entwicklung eines Notsicherungskonzeptes und der Suche von Investoren. Was genau ist denn in diesem Jahr bei der Papierfabrik geplant? Nö, da ist nichts geplant, da ist im Prinzip der Kurs nach wie vor im Prinzip Abriss. Wenn es dort im Prinzip konkrete Initiativen gibt oder eine Initiative, die dort Verantwortung übernehmen möchte, auch das entsprechende Kapital hat, dann sollen sie vorbeikommen. Gerne. Gibt es da Namen dazu oder ist es anonym? Oder? Direkt die Initiative, die Frau von Bilo war das. Okay, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich weiß eigentlich bloß, dass dort unten eben etliche Hektar Bausubstanz mitten im Fluss stehen. Die, wenn sie nicht irgendwann mal abgebrochen werden, nicht in den nächsten 10 Jahren, aber vielleicht in 50 Jahren, die Mulde quasi sperren werden und dann gibt es dort einen Rückstau und dann sind eben zumindest die Donner akut gefährdet und das gilt es zu verhindern. Und ob sich jemand findet, der dort bereit ist, weiß nicht, 50, 60, 70 Millionen in so ein Projekt zu stecken, mitten im Flusslauf, schon mit der Frage im Prinzip im Hintergrund, ob das überhaupt eine Baugenehmigung gäbe, ich glaube das nicht. Also eine Bürgerinitiative ja, nach dem Motto, wir sind bereit, da zu helfen, gerne, aber dann sollten schon, sagen wir mal, eben um die 40, 50 Millionen dort im Gepäck sein, damit man das Notwendigste machen kann, weil das ist ein Riesenareal mitten im Fluss, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich halte es auch für ein bisschen seltsam, wenn man eigentlich seit Jahren immer sagt, es gibt da Interessenten und wir wären bereit. Das ist ja seit, diese Aktion ist ja seit 2013, so seit fast 10 Jahren. Mir ist noch niemand über den Weg gelaufen, der ernsthaft dort bereit wäre, Geld zu investieren. Und deswegen, das ist schnell gewollt, aber man muss auch die Verantwortung dazu übernehmen. Wenn es dort jemanden geben würde, wäre die Stadt dann bereit zu Gesprächen? Ja, wenn jemand kommt, wie gesagt, der die ernsthaft die 50, 60, 70 Millionen im Schlepptau hat und sagt, ich baue das dort mit, baue oben Wohnung rein und unten drunter wird das durchflutbar ausgebaut, dann hätte vermutlich keiner was dagegen, auch keiner im Stadtrat. Aber den sehe ich noch nicht. Ich habe immer wieder gehört, dass die Leute sagen, das ist schade, dass es in sich zusammenfällt, aber ich denke, wir haben da ganz andere Ziele. Probleme.
Kommen wir zur Innenstadt. Dort ist das aktuelle Problem, dass vermehrt wieder Ratten gesichtet werden. Was kann denn dort getan werden? Okay, das ist ja eine Problematik des Kanalsystems. Das würde ich mal weitergeben an die Violia. Die haben dann so ihre speziellen Kammerjäger und die werden dann solche Vergiftungs- oder Vergasungsgeschichten machen. Das ist in der Regel recht effektiv. Mhm. Aldi hat ein leuchtendes Schild, was wiederum der Gestaltungssatzung der Altstadt widerspricht. Wird hier mit zweierlei Maß gemessen? Das sind diese Dreiecke, hm? Dort nehme ich an. Ja, das ist schon ein bisschen monströs. Die haben das natürlich aus Werbegründen dahin gebastelt. Es sieht eher aus wie, also von der Dimensionierung wirkt das wie so die Einflugschneise auf dem Flughafen. Ist laut Gestaltungssatzung ja eigentlich nicht erlaubt. Genau. Ich glaube auch, wir sind dort mit dem Landratsamt und der Stadtplaner im Gespräch, weil wir als Stadt das nicht befürwortet haben. Also wir hatten, glaube ich, Nein gesagt. Landratsamt ist ja Genehmigungsbehörde, da gibt es sicher noch Diskussionen. Also ich denke, da muss man im Minimum über eine Dimmung nachdenken oder irgendwie über eine generelle Veränderung. Das ist noch nicht formal, noch nicht ausgepaukt. Also steht es noch auf dem Plan. Gibt es weitere Informationen aus der Stadtverwaltung, was Sie aktuell noch loswerden möchten? Nee, wir haben jetzt am 2.4. ist Subotnik. Da sind wir gerade jetzt im Gespräch mit dem Verein und mit den ganzen Ortsvorstehern. Das ist soweit durchgeplant. Den Bahnhof wollen wir uns mit dem Jugendforum nochmal vornehmen. Da habe ich gestern nochmal telefoniert mit dem Eigentümer. Also das wäre eigentlich die Bitte, macht einfach mit und das gar nicht so kompliziert sehen. Wer möchte, einfach bei uns blaue Säcke abfordern und beim Bauhof die blauen Säcke an dem 2.4. voll machen. Einfach zuknoten, an Rand stellen, wir fahren rum, sammeln die ein. Wir hatten ja schon immer so 60, 70 Kubikmeter. Also das lohnt sich wirklich. Ich fahre selber, weiß nicht, bin Dachdecker Moor mit dem Transporter. Das sammeln wir im Tümlitzwald immer an gewissen Stellen ein. Und ja, das ist immer so die Frage, warum sollen wir denn das machen? Na klar, räumen wir den Dreck für andere weg. Aber zum Schluss, ich freue mich jedes Mal, wenn ich dann danach wieder durch den Wald fahre oder über die Straßen fahre und sehe, dass an den Stellen, wo üblicherweise was liegt, eben nichts liegt. Und die Hemmschwelle wird ja auch immer größer. Also es gibt ja wirklich Stellen, wo eben nichts mehr liegt, weil wir vor Jahren mal aufgeräumt haben. Und da müssen wir sukzessive hinkommen. Also ich persönlich, ich war jetzt lange nicht mehr im Urlaub, aber wenn ich so irgendwie in fremden Ländern bin, sicher hat man doch so Blick als Bürgermeister. Ich staune immer, wie verdreckt gerade in Westeuropa viele Regionen sind. Also mir ist das zutiefst zuwider. Und ich bin heilfroh bei aller Probleme, die wir doch manchmal haben, dass es bei uns eben nicht so aussieht. Also nee, und das, mir ist das ein Anliegen. Und 2.4. einfach mitmachen. Dann am 25.2. haben wir ja diese Schlüsselübergabe. Das sind jetzt so die Oberschule Böhlen. Da ist jetzt ja wirklich richtig Bambule. Da kommt der Kultusminister und da werden wir quasi die Schule in Betrieb nehmen. Das wird stattfinden. Eine ganze Menge interessante Dinge. Gewerbegebiet oben Nord hatte ich jetzt gerade hier, als ich herkam, noch einen Anruf. Da haben wir ständig Anfragen, hatten heute eine größere Gesprächsrunde. Da ging es um die ganze Planung der Verkehrsführung. Das macht uns nicht Sorgen, aber da sind wir jetzt so in der Entwurfsplanung. Da geht es um den Neubau der Autobahnbrücke und der Fortführung. Da gibt es, sag ich mal, eine positive Botschaft. Und zwar in den Planungen unstreitig, bei allen Routenführungen, die wir jetzt diskutieren, soll der Radweg quasi von Hohenstedt oben vom zweiten Verkehrskreisel bis nach Trebsen ins Gewerbegebiet quasi oder bis an der Tankstelle quasi, soll der Radweg sehr positiv. Soll der gebaut werden. Das ist ewige Forderung, ganz toll, freuen wir uns. Ansonsten ist diese Führung, dort sind wir nicht so glücklich, weil man da eigentlich die jetzige Routenführung verlassen möchte und möchte daneben gehen. Und das bedeutet für uns einfach eine Problematik, weil das so die Gewerbegebiete ein bisschen zerschneidet. Aber da haben wir heute gerade lange diskutiert mit den entsprechenden Stellen da in Dresden und Leipzig. Ich hoffe, die waren doch sehr offen, dass wir da noch eine Lösung finden. Und das Gewerbegebiet an sich, also da haben wir ständig Anfragen. Da wird jetzt nochmal ein internationaler Konzern, die kommen, und dann machen wir eine Videokonferenz, habe ich uns gerade erfahren, irgendwann im März. Die wollten eigentlich herkommen, da wird es im März eine Videokonferenz geben. Da haben wir ganz interessante Anfragen. Ich bin optimistisch, freue ich mich auch sehr, wenn ich jetzt Faun sehe. Ich hatte es ja mal gesagt, wenn Faun anfängt, das wird sich so fortsetzen, ihr werdet das sehen. Ich behaupte, dass, also es wird jetzt dort oben sukzessive, in den nächsten 3-4 Jahren, wird dort Halle an Halle gebaut. Dort entstehen wirklich diese 1200 bis 1500 Industriearbeitsplätze. Das ist einfach schon eigentlich mehrfach überzeichnet, wenn die alle kämen, die kommen wollen. Aber das ist alles gut. Ich denke, das hat ja auch irgendwann mal ein Ende. Das ist für Grimma ganz wichtig. Das sind junge Leute, die herkommen. Das sind Arbeitsplätze. Was Besseres kann uns eigentlich gar nicht passieren. Da haben wir wirklich eine Top-Lage. Interessant ist auch die Sechsspurigkeit der Autobahn. Das war heute gerade Thema. Mhm. Das ist vielleicht auch eine Sache, die Leute interessiert. Da muss ich sagen, das ist manchmal, ja, das,
man sagt ja immer so, die Juristen sagen immer, zu viel Recht ist Unrecht. Und da muss ich sagen, das ist bei der Planung genauso. Zu viel Planung ist eigentlich Wahnsinn. Und das erleben wir jetzt gerade. Da geht es eben um die neue B107 irgendwann mal in den nächsten 15 Jahren. Und also nördlich von Grimma. Und die Autobahn. Und ich war mal vor Jahren, als es mit dem Gewerbegebiet losging, in Dresden, habe dort die Frage gestellt, Entschuldigung, wenn wir das Gewerbegebiet planen, müssen wir von einer vier- oder sechsspurigen Autobahn ausgehen. Und da hieß es damals vierspurig. Dann haben wir das Verfahren wieder Tech geplant und als das in die Genehmigungsphase ging, kam das entsprechende Amt und hat gesagt, bitte, geht von einer sechsspurigen Autobahn aus. Da haben wir damals alles gestoppt, umgeplant und haben sogar eine effektive Straße hinter Faun geplant. Dann wurde doch die Autobahnbrücke gebaut in Nerschau. Da war ich auch da mit dabei. Da haben wir gesagt, passt auf Leute, der Verkehr nimmt zu, bitte baut dort eine sechsspurige Brücke hin mit dem entsprechenden Lärmschutz. Und da hieß immer, nein, dort kommt keine sechsspurige Brücke hin, weil, vermute ich jetzt, wenn sechsspurig gebaut, dann würden die an den Bestand reingehen. So ist es ein Ersatzneubau. Und wenn die neu bauen, offiziell, dann müssen sie Lärmschutz bringen. Dann wäre es quasi, dann wären es neue Parameter. Nein, 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 die Brücke bleibt vierspurig, reicht voll zu. Als wir heute gesessen haben, ist mir wieder mitgeteilt worden, dass die neue Autobahnbrücke, wenn sie kommt, die muss dann extra verlegt werden, weil die Autobahn sechsspurig sein muss. Mhm. Das war wieder dasselbe Amt. Ich habe dann gefragt, sag mal, wie oft ändert sich das eigentlich mit der Autobahn? Naja, es ist eben so, man muss das immer partiell betrachten. Macht keinen Spaß, also, aber ich behaupte mal, wir sollten davon ausgehen, dass, das hält doch keiner auf, dass die Sechsspurigkeit der Autobahn bis nach Grimma in 50 Jahren steht. Ich denke, die könnte schneller gehen. Ich denke, in den Planungen ist das schon relativ weit fortgeschritten. Also das werden wir sicher noch erleben. Und dann wird es nämlich spannend, weil die größte Angst war ja immer die Abfahrtsproblematik von den Autobahnen. Wer öfters dort langfährt, kriegt das ja mit. Gerade wenn du von Leipzig kommst in der Rush Hour, hast du oft einen Rückstau. Und dann das Rechtsabfahrt ist ja ganz blöd. Und dort muss auch mal eine neue Lösung gefunden werden. Das gleiche gilt auch für die Abfahrt von Dresden. Und da haben wir übrigens immer wieder interveniert als Kommune, wir wollen unbedingt Kreisverkehr haben in Verlängerung, auch Richtung Trebsen. Und das deutet sich so an, dass entgegen der ersten Aussagen jetzt vielleicht doch Kreisverkehre dort eine Möglichkeit finden, was ich sehr begrüßen würde, weil ich leide jedes Mal, wenn ich die Umgehungsstraße langfahre, darunter, dass du zwei Kreisverkehre hast und dann stehst du in der Regel an diesen Ampeln. Und keiner versteht das. Kreisverkehr ist aus meiner Sicht, das ist fast ein philosophisches Thema, der ist genial. Das ist wenig Technik, der lebt genau genommen nur von einer Regel, gegenseitige Rücksichtnahme. Na, daran könnte es auch schon immer mal scheitern. An den Kreisverkehren, ich wüsste nicht, wo wir mal ein verkehrstechnisches Problem gehabt hätten oder einen Unfall. An diesen Ampelanlagen gibt es ständig Krachts, weil die Leute auf ihre Regeln bestehen, weil sie sich nicht dran halten teilweise. Ein Kreisverkehr ist eine geniale Geschichte. Warum wir uns in Deutschland damit so schwer tun, keine Ahnung. Dort oben gibt es, weiß ich seit heute früh, aber durchaus Bewegung. Insofern bin ich da hoffnungsvoll, dass die B107 nördlich von Grimma für uns auch nochmal neben dem Gewerbegebiet, neben dem Radweg, durchaus ein Schritt nach vorne sein könnte. Für die ganze Region eigentlich. Sehr viele Themen, die Grimma gerade beschäftigen. Vielen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, die Fragen zu beantworten. Im nächsten Monat werden wir dann vermutlich wieder live sein, am ersten Dienstag, das ist der 1. März um 17.30 Uhr zur gewohnten Zeit. Schicken Sie uns gerne Ihre Fragen bis dahin an bürgerdialog@muldental.tv und damit verabschieden wir uns und wünschen einen schönen Abend. Genau, und bleiben Sie gesund. Ich huste zwar die ganze Zeit, aber eine Scheibe zwischen uns. Wir haben eine Scheibe. Bleiben Sie gesund.